Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Und das hier wird der ultimative Guide zu Fackeln. Und keine Sorge, es wird relativ interessant. Also es gibt ein paar Fackeln, das wusste ich selber auch nicht, die wirklich einen sehr, sehr geilen Effekt haben. Unter anderem Schlaf, Öffnen von geheimen Wegen oder dass Gegner euch nicht angreifen. Und das werden wir jetzt alles durchkauen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Fackeln, die am langweiligsten sind. Aber zum Beispiel hier. Diesen Fackelstab. Da kann eigentlich nichts Besonderes. Der macht Feuerschaden, was ganz cool ist, und macht euch Licht. Ansonsten nicht so besonders. Den findet ihr im Sturmcastle an Sturmschleier Klippen. Dort ist direkt ein Gegner, der diese Waffe selber auch in der Hand hat und lässt die auch fallen bei einer Chance von ungefähr 2%. Dann haben wir die. Ah, die machen wir noch nicht. Wir machen als nächstes die Stahldrahtfackel. Die kann auch nichts Besonderes, außer. Der L2-Angriff, der macht hier so eine Feuerspur. Die ist natürlich ganz geil. Oder kann ganz geil sein. Dann als nächstes haben wir die Geisterflammfackel. Ja, klingt ganz geil, sieht ganz geil aus. Kann aber leider auch nichts Besonderes, außer dass sie halt blaues Licht macht anstatt rotes Licht und Frost hat. Also sie hat einen Frosteffekt. Finde ich jetzt nicht so spannend. Als nächstes haben wir die Fackel von Sankt Trina und die kann Gegner einschläfern, was ich extrem spannend finde. Die schläfert nicht lang ein, nur ein paar Sekunden, aber sie kann einschläfern. Und das zeige ich euch mal eben an dem Gegner hier. Na komm. Will er nicht. Bin ich da? Er schläft. Das hat aber lang gedauert. Ich habe es eben einmal geprobt, da hat das nur 5 Schläge gedauert. Kann sein, dass das immer unterschiedlich ist. Je nachdem, also ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall, eben hat es nur 5 Schläge gedauert. Jetzt waren das ja bestimmt 10 oder so. Hört mir gerne in die Kommentare. Feuer des Schlafs machst, was du denn? Oh. Feuer des Schlafs will ich noch ausprobieren. Den L2-Angriff von der Waffe. Aber man hat gesehen, er schläft wirklich nur einen ganz kleinen Moment. 2, 3 Sekunden würde also nur reichen, um sich mal kurz zu heilen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das mit anderen Gegnertypen dann auch anders ist. Könnt ihr mir gerne mal unten in den Kommentaren schreiben. Machen wir hier erstmal das Feuer. Ah, mit dem Feuer, guck mal, da schläft er sofort. Nein, er schläft sofort. Okay, mit dem Feuer ist natürlich viel chilliger. Macht keinen Schaden. Und er schläft wieder. Okay, das ist ganz witzig, Leute. Komm noch einmal. Du willst doch auch schlafen, oder? Scheiße. Och Mann, ey. Ich hasse den Gegner so sehr. Deswegen kill ich den auch immer in meinen Videos. Ich hasse den so übertrieben. Ach, schlaf doch! Also irgendwie scheint das nicht in Attacken von ihm zu gehen. Bin jetzt schon. Paar Mal voll getroffen, aber er war halt in einer Attacke. Vielleicht ist das ein Unterschied irgendwie. Ah, oh Mann. Okay, scheiß drauf. Also die Waffe kann einschläfern. Mit L2 ein bisschen besser als mit normalen Angriffen. Die nächste Fackel, die ich im Angebot habe, ist die bestienvertreibende Fackel. Wie die Waffe schon sagt, vertreibt die Bestien. Dazu zählen Mäuse, also solche Ratten. Dazu zählen Bären, die kleinen Bären, nicht die großen Bären. Obelisken, die euch mit ihrem Atem verfluchen können, mit der Todespestor, wie die hier heißt. Und das ist eigentlich eine ganz nice Sache.
Kann man sicherlich mal hier und da auf die linke Hand packen, wenn man kein Schild benutzt und durch irgendwelche Höhlen läuft. Oder durch den Untergrund, wo ja viele dieser Gegner sind. Ich zeige euch das mal eben hier anhand von Ratten, die es hier gibt. Hier unten gibt es Ratten. Und wenn ihr diese Fackel hier tragt, dann greift ihr euch nicht an. No, jetzt, sie sieht mich, sie rennt zurück. Und jetzt wird sie mich die ganze Zeit nur angucken und nicht angreifen, bis ich hier entweder zu nahe komme, die Fackel wegstecke oder einen Kollegen von ihr angreife. Aber das macht ihr jetzt stundenlang. Und als Proof, ich nehme die Fackel weg und zack, dann greift sie mich an. Finde ich eigentlich ganz nice. Und jetzt kommen wir zur absoluten, also zur besten Fackel im ganzen Game. Und zwar der Fackel der Wache. Die hat nämlich gleich zwei Effekte. Einmal könnt ihr unsichtbare Gegner sehen. Und sie macht. Ah, den zweiten Effekt, das zeige ich euch gleich. Ich zeige euch erstmal, wie sie unsichtbare Gegner zeigt. Und das mache ich am besten hier oben in Ordina. Dort gibt es ja, wenn ihr das Siegelrätsel macht, unsichtbare Gegner. Und mit der Fackel der Wache könnt ihr diese Gegner nämlich sehen, was ihr normalerweise nicht könnt. Und das hilft natürlich enorm, um diese Gegner zu besiegen. Anstatt dass die Gegner euch halt einfach unbemerkt killen können. Gehe ich mal eben in das Siegelgefängnis betreten. Let's go. So, einmal hier runterspringen. Und dann hier rechts. Und da vorne rechts werdet ihr gleich einen Gegner sehen. Da ist er. Und wenn ich die Fackel wegpacke, ist der Gegner unsichtbar. Fackel wieder raus. Gegner wieder da. Ich renne aber vor dem Gegner weg, weil der ist übel stark. Kein Bock auf den. Na, jetzt ist er wieder weg. Fackel ist ja auch weg. Sehr, sehr nice, sage ich euch. Also, merkt euch Fackel des Bewachers. Da sage ich euch auch gleich, wo ihr die findet. Der zweite Effekt von der Fackel ist nämlich der richtig gut ist. Und zwar, wenn ihr in der Höhle der Weisen seid. Dort gibt es ganz, ganz, ganz viele unsichtbare Wege, die verschlossen sind von Illusionswänden. Und ich mache jetzt hier mal eben Licht an, damit ihr das seht. Gehen wir jetzt mal ein Stückchen durch. Und hier ist ja eine Wand. Und wenn ich jetzt die Fackel raushole, verschwindet die Wand. Und das geht nur in diesem Dungeon, in dieser Höhle, dass alle Wände, Illusionswände verschwinden. Guck hier, also ihr könnt mal schauen, hier ist alles, wird alles offen sein. Könnt ihr selber gerne mal ausprobieren. Indem ihr die Fackel wegpackt und dann erst hier draußen rausholt. Und ich sage euch, hier gibt es richtig, richtig viele Wege. Hier gibt es übrigens auch eine coole Waffe, eine coole Kleidung. Und zwar die Raubvogelrüstung, womit ihr erhöhten Schaden beim Sprungangriff macht. Und ich renne jetzt hier mal einmal kurz durch, um euch zu zeigen, dass wirklich alle Wege hier offen sind. Hier ist wieder ein Weg offen. Also die ganzen Wege hier, die sind normalerweise zu. Aber wenn ihr diese Fackel tragt, ist einfach alles offen. Oh, fast runtergefallen. Hier ist noch ein Weg. Überall die stehen Truhen. Und hier ist ein Boss. Den besiege ich noch schnell, damit ich den Weg nicht wieder zurückrennen muss. Weiß gar nicht, vielleicht gibt er irgendwas. Köpfe der Familie. Das war das ultimative Fackelerlebnis. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, wo ihr die Fackel finden könnt. Das ist nämlich auch ultra easy. Das ist von allen echt die einfachste Fackel, die ihr euch holen könnt. Und zwar Altes Plateau, Hütte des Einsiedlers. Und dann könnt ihr die beim Einsiedler einfach kaufen. Ich glaube, 7000 Seelen kostet die? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was die kostet. Aber dem Händler hier könnt ihr sie kaufen. Da. Fackel der Wache könnt ihr hier kaufen. 7000 war sogar richtig. Also, verabschiede ich mich. Das war das ultimative Fackelerlebnis. Und gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht aktiv eine Fackel benutzt oder ob ihr vielleicht sogar die Stabfackel Power Stance.
Das will ich auch noch ganz schnell ausprobieren. Sekunde, bevor ich euch weglasse. Das gucken wir uns mal eben schon an, wie witzig das aussieht mit zwei Stabfackeln. Ich bin nämlich ein Lacker und habe direkt zwei bekommen. Obwohl die Drop-Chance echt scheiße ist. Speere, 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 Speere. Da ist er. Stabfackel, Stabfackel. Ja, also, wer Bock hat auf Power Stance Stabfackel, wuchtiger Ansturm, let's go. Ja, das wäre auch mal ein Run wert, damit das ganze Game durchspielen. Naja, gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht aktiv eine Fackel benutzt und wenn ja, welche. Dann noch gerne das Video liken und ich bin ganz, ganz knapp vor den 1000 oder vielleicht, wenn das Video rauskommt, sogar schon über den 1000 Abonnenten, dann entweder gerne abonnieren oder ein riesen, riesen Danke. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.